Es sind so viel. Ruhe rein! Es gibt. Es gibt so viele Sachen, die man Stefanie Heinzmann schon mal nicht fragen wollte, aber ja. Sie weicht immer aus. Du bist eine Künstlerin vom Ausweichen. Das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ruhe ist jetzt. Das stimmt gar nicht. Ist mir gleich am stimmt oder nicht. Aber darum, sonst geht meine Moderation nicht auf. Darum haben wir gedacht, wir spielen dich ein, neben mich, auf der Achterbahn. Und du kannst nicht abhauen und ich darf dich alles fragen, was ich will. Stimmt das so? Ja, aber das sehen wir dann auf eine Antwort kriegen. Ruhe. Nein, aber nicht Ruhe. Schwätzen. Antworten geben. Jetzt mit mir auf der Achterbahn. Jetzt hat er gesagt, Ruhe. Jetzt gehen wir. Stefanie Heinzmann, bevor es losgeht, die grosse Frage, bist du gläubig? Gläubig? Ich bin sehr gläubig, ja. Glaubst du an Gott, Jesus Christus? Ja, also das, ich gebe dem keinen Namen, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach sehr an etwas Göttliches, so, aber ich, das kann man Buddha, Allah, wie man euch immer will, nennen. Schadeli, Robin! Jetzt geht's los! Steffi Heinzmann! Hast du schon mal Sex gehabt? Ja, sicher! Bist du schon mal Bobs? Was hab ich? Ja! Ah! Hast du denn momentan einen Freund? Was? Bist du momentan einen Freund? Ja! Willst du denn mal heiraten und Kinder bitte? Ja, ich hoffe es schon! Okay! Stefanie! Du trinkst keinen Alkohol! Wie sieht's aus, wenn du Party machst? Was nimmst du denn so für Drogen? Ich mache generell selten Party. Darum nehme ich eigentlich überhaupt keine Drogen. Oh, jetzt gibt's sogar ein Fotos! Bist du schon mal gekifft, Steffi Heinzmann? Ja, schon mal, aber ich bin Sängerin. Das ist immer ein bisschen langweilig als Sängerin. Ja. Hast du keine Drogen, keine Badegeschichten? Nein, definitiv nicht. Voll langweilig. Hast du mal Sex mit einer Gruppe gehabt? Nein. Nein? Nein. Nein. Ich bin doch eine Pop-Sängerin. Ah, singst du nur von Pop? Du poppst gar nicht. Ja, richtig. Danke vielmals für das ehrliche Interview. Ja, danke dir.